Das sind die Menschen, die ins Stadion gehen, um einen Vorwand zu suchen, um ihre Gewaltaffinität auszuüben. Man stellt eine Gruppe auf aus 20 Leuten. Die Gegenseite stellt eine Gruppe auf aus 20 Leuten. Dann macht man sich warm, läuft aufeinander zu. Das hat doch aber nichts mit Fußball zu tun. Habe ich aber auch gar nicht gesagt, oder? Vielleicht strömt da irgendwas durch dein Gehirn, was dich auch so süchtig danach macht. Es ist eine Sucht. Es ist wirklich eine Sucht. Ich bin immer noch kein Fan von der Polizei. Also das ist schade. Es tut mir leid, muss ich jetzt so offen sagen. Du wurdest schon weggeknüppelt? Quasi, ja. Man hat schon mal einen Knüppel gekriegt oder so. Wenn man es noch nie gemacht hat, dann wirst du niemals verstehen. Freunde, bevor es mit dem Video losgeht, ich bin gerade auf dem Weg zum Sport und muss euch fragen, wenn ihr da draußen ein Säugling sein solltet, dann besteht euer Körper zu 80-85% aus was? Aus Wasser. Und wenn ihr erwachsen sein solltet, dann sind es immerhin noch 70%. Und das bedeutet, wir müssen allesamt genug trinken. Überlegt mal ganz kurz, ob ihr heute schon genug getrunken habt. Wenn ja, dann bin ich stolz auf euch. Wenn nein, dann holt das jetzt nach. Bleibt mal 2-3 Schlücke rein. Und ich weiß, wie schwer das fällt, jeden Tag irgendwie 2-3 Liter am besten vom Wasser zu trinken, weil das ist ja das, was wir brauchen. Und Softdrinks sind nicht so gesund. Für diejenigen, denen das schwerfällt, ich kann euch nur AirUp empfehlen. Das habe ich selber immer dabei, jetzt auch beim Sport. Ihr könnt einfach normales Leitungswasser reinfüllen und der Duftpott obendrauf, der gibt euch das Gefühl, dass ihr irgendwas Süßes trinkt. Ihr könnt zwischen 20 verschiedenen Geschmackssorten auswählen. Ich probiere gerade die neue Duftsorte White Peach Smoothie aus, aber ihr werdet zwischen den 20 Geschmackssorten auf jeden Fall was für euch finden und ihr könnt mit dem eingeblendeten Code auf jeden Fall auch noch was sparen. Jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Video. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und mit meinen heutigen zwei Gästen treffen zwei Welten aufeinander, für die es nicht selbstverständlich ist, in dieser Konstellation hier heute zusammenzusitzen. Zum einen werde ich heute auf Tom treffen. Tom schloss sich schon in jungen Jahren der rechtsextremen Szene an und wurde selber zum Neonazi. Mit 18 fing er dann an, selber zu Fußballspielen zu gehen und schloss sich der Hooligan-Szene an, der es vor allem darum ging, Gewalt und Schlägereien zu provozieren. Der Sport rückte aber schnell in den Hintergrund, denn Gewalt und Schlägereien waren das, was ihn antrieb. Die Polizei wurde in dieser Zeit zu seinem absoluten Feindbild. Und ich werde auf Flo treffen. Flo ist Polizist und wird meistens dort eingesetzt, wo große Menschenmassen aufeinandertreffen. Er war deshalb auch schon bei mehr als 100 Fußballspielen im Einsatz und sorgt für einen geordneten Ablauf, trifft dort aber natürlich auch des Öfteren auf gewaltbereite Hooligans. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Bevor es losgeht, könnt ihr aber natürlich diesen YouTube-Kanal noch aktivieren und die Glocke abonnieren, um keines dieser Videos mehr zu verpassen. Das Ganze ist kostenlos und wenn ihr selber das Gefühl habt, ihr habt schon mal irgendwie ein paar Bauchschmerzen mit der Polizei gehabt, dann dürft ihr das sehr gerne auch in diesem Format austragen und vielleicht können wir hier mal so ein Gespräch auf die Beine stellen. Meldet euch auf jeden Fall und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen. Moin. Ihr beiden, grüßt euch. Alles klar soweit? Alles bestens. Bei dir auch, ja. Flo, dann stell dich doch einmal ganz kurz vor für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen. Moin, ich bin Flo, ich bin Polizist in Hamburg in der Bereitschaftspolizei in der dritten Hundertschaft. Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohnemann. Das ist ein Sohnemann, ja. Ja, ist ein Rundum-Programm. Und wer bist du? Ich bin der Tom, ich bin 23 Jahre alt. Mehr gibt es eigentlich schon nicht über mich zu erzählen. Okay, ja, ich glaube, du hast ein bisschen Hooligan-Vergangenheit. Ja, eventuell. Ja, eventuell. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute, weil das natürlich zwei Welten sind, die sich vielleicht schon mal irgendwo über den Weg gelaufen sind und ja, vielleicht ein paar Vorurteile haben, vielleicht aber auch ein paar Dinge wirklich real erlebt haben, die sie geprägt haben. Und ich freue mich darauf, auf den Austausch. Ich sehe dich hier gerade so sitzen. Wenn es dir nichts ausmacht, darfst du sehr gerne deine Uniform oder das drüber zumindest heute mal ausziehen. Ja, das würde ich sehr gerne. Ja. Denn das Sitzen, wie man sieht, ist ein bisschen unbequem. Kannst mit nicht all mal dem. Anlehnen, ne? Nee. Tom, jetzt mal direkt die Frage an dich. Kommen dir so Polizisten wie der Flo mit all diesen Schlagstöcken, Walkie-Talkies hier, kommt dir das bekannt vor? Ja, sehr. Woher? Natürlich. Fußball, Demonstration, Freizeit, überall. Du bist selber Hooligan gewesen. Was genau heißt das überhaupt? Ich glaube, das ist eine Auslegungssache. Das bestimmt irgendwo jeder für sich selbst. Es gibt einmal Leute, die diese Ultras als Hooligans bezeichnen. Dann gibt es Leute, die sich einfach als Hooligans bezeichnen. Im Grunde sind es Leute, die sich im Umfeld des Fußballs sportlich messen oder prügeln, je nachdem, wie man es nennen will. Wie hat das für dich konkret ausgesehen? Teils, dass wir uns verabredet haben, an irgendwelchen dritten Orten getroffen haben und uns da eine Schlägerei oder einen Kampf geliefert haben. Okay, mit welchem Ziel? Gucken, wer der Stärkere ist.
Okay, einfach mal gucken, wer am Ende noch steht. Genau. Die Äußerungen kommen mir bekannt vor und ich verstehe nicht so ganz, wo da der sportliche Wettbewerb sein soll. Denn wenn ich den Antrieb habe, mich körperlich zu messen, dann würde ich in Boxring steigen. Ich würde MMA machen, Karate oder sonstiges. Aber wer schließt das aus? Das schließt unsere Gesellschaft aus, weil wir Regeln haben. Ne? Und die Regeln lauten ganz eindeutig, keine Körperverletzungsdelikte, denn das sind Straftaten. Ne? Keine Störung, nichts machen, wovor die Gesellschaft Angst hat. Wenn bei euren Drittort-Auseinandersetzungen in irgendeinem Park eine Mutter mit Kinderwagen vorbeikommt, die von irgendwas getroffen wird, wie fühlen sich die Leute dann? Ne? Und deswegen haben wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass wir Spielregeln haben, an die wir uns alle halten. Und wenn man diesen Ehrgeiz hat, sich körperlich zu messen, sportlich zu messen, das kann ich alles nachvollziehen. Ich frage mich dann bloß immer, warum nicht in geregelten Bahnen? Warum nicht da, wo es erlaubt ist? Flo, eine kurze Frage. Wie bezeichnet ihr so Menschen wie Tom, die dann da als Hooligans irgendwie unterwegs sind? Als Mitbürger, ne? Also ist ja ganz klar, er lebt in unserer Gesellschaft so. Wenn wir das auf den Fußball projizieren, dann nennen wir Leute wie Tom Problemklientel. Weil das, was Tom beschreibt, hat wenig mit Fußball zu tun. Mhm. Ne? Der Fußball ist sozusagen ja nur das Behilfsmittel, dass man sich irgendwo trifft und einen Grund fürs Treffen hat. Deswegen ist er in Person dann oder die Gruppe ist für uns problematisch und deswegen Problemklientel. Tom, ich habe im Vornherein eine Info bekommen und zwar weiß ich schon, das nehme ich mal vorweg, dass du von der politischen Gesinnung her von rechts kamst. Richtig. Also von ultrarechts. Mhm. Kannst du mir erklären, wie es für dich dazu kam? Ich glaube, das war einfach irgendwie so eine Entwicklung mit doofen Zufällen, die es in meinem Leben gab. Ja, oft ist es so, dass es irgendwo eine Anfangseinstellung von Menschen gibt, also wo man dann sagt, okay, hey, wir haben keine Lust auf Ausländer oder wir haben keine Lust darauf. Und dann geht es halt immer weiter in die Richtung. Und je nachdem, wie es dann halt weitergeht, also ob du dann politisch geschult wirst oder sonst irgendwas, läuft es dann halt in so eine Richtung oder kann es in so eine Richtung laufen. Und so war es halt auch bei mir der Fall. Okay. Dass ich halt maximale Probleme in der Schule hatte, das im Großen und Ganzen auch mit Türken oder mit Südländern. Ich war auf einer Schule, die eine Partnerschule in der Türkei hatte, dementsprechend war der Anteil der Leute auch relativ groß, habe mich viel mit den Leuten gestritten und dann fängt man an, irgendwann sich so sein Feindbild zu suchen. Und das habe ich getan. Ist schwer zu erklären. Also du suchst dir halt ein kleines Feindbild. Und dann ist es aber auch ein Stück weit die Gemeinschaft, die dich so anzieht. Oder wenn du Spaß an Action hast oder sonstigen. Es gibt viele attraktive Punkte, hört sich jetzt doof an, ne, aber die so eine Gemeinschaft am Ende ausmacht für junge Leute. Na, wenn die jetzt zum Beispiel kein richtiges Umfeld haben oder sonst irgendwas, keinen großen Freundeskreis, ausgeschlossen werden, gemobbt werden oder sonst irgendwas, dann geht sowas relativ schnell. Okay, Tom, dann lass uns mal ins Hier und Heute springen. Du warst da ziemlich tief drin. Wie sieht's heute aus? Kompletter Abstand, also komplett. Ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Ich richte mich ganz klar gegen diese Leute, positioniere mich ganz klar gegen diese Leute und habe damit voll und ganz abgeschlossen und bin froh, okay, von diesen Leuten Abstand genommen zu haben. Du hast von dort den Schritt in die Hooligan-Szene genommen und da warst du ja dann auch bis vor kurzem noch mit dabei. Ja. 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 Ja, kann man ja. schon sagen. Ne? Dann wirst du sicher auch verstehen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, okay, wenn er von der einen Szene in die andere rutscht, das ist ja eng beisammen, da wirst du mir recht geben. Ne? Haben uns nicht mit auseinandergesetzt. Natürlich gab es Leute, die eine rechte Gesinnung haben, bestimmt. Aber da soll Politik nicht das Thema sein. Wir gehen da mit einem anderen Ziel ran. Okay, das ist das Kloppen und Kräfte messen. Spaß haben, ja. Spaß. Du bezeichnest das als Spaß haben. Ja, ich finde Kloppen hört sich immer so. Ich kann ja nur beschreiben, ich kenne ja so ein paar Videos von außen. Das sieht halt wirklich wie, also Kloppen ist also das Freundlichste, was ich irgendwie für finden kann, weil es ist halt wirklich, also Blutticks. Wie sieht so eine Klopperei aus, wenn ihr euch da trifft? Also man trifft sich oder man verabredet sich mit einer anderen Gruppe, trifft sich dann, was weiß ich nicht, Samstag, Sonntag, irgendwo in einem Wald, auf dem Feld. Man stellt eine Gruppe auf
aus 20 Leuten. Die Gegenseite stellt eine Gruppe auf aus 20 Leuten, wenn es fair läuft oder wenn alles gut ist. Dann macht man sich warm, läuft aufeinander zu und gewinnt oder verliert. Was passiert, wenn du da unter die Räder kommst, also wenn du da irgendwie am Boden liegst? Dann kann es sein, dass Leute auf dich eintreten, aber es kann auch sein, dass es keiner tut. Es ist immer ein eigenes Ermessen, wie weit ich gehe. Sag ich, okay, der Typ ist jetzt schon fertig oder halt auch nicht. Natürlich gibt es Leute, die nicht wissen, wann es reicht, treten da weiter rein, aber die werden dann weggezogen oder sonst irgendwas. Na? Mir brennt das unter die Nägeln. Das hat doch aber nichts mit Fußball zu tun. Habe ich aber auch gar nicht gesagt. Nein, oder? Weil du gesagt hast, ja, Fußball ist unpolitisch und da fragen wir nicht nach Gesinnung. So. Das sind Straftaten von einfacher Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Da können Tötungsdelikte draus entstehen, fahrlässigerweise so. Für mich war jetzt nie das große Ding Fußball. Jetzt werde ich dir sehr wahrscheinlich in die Karten spielen und sagen, hey, mich juckt Fußball gar nicht. Und mich juckt Fußball wirklich nicht. Wenn es der Vorwand ist, Fußball oder Eishockey oder Badminton, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber da findet sich einfach eine Gruppe zusammen. Aber dann wirst du ja verstehen, dass Leute, die diesen Sport verstehen, diesen Sport lieben, dass sie, wenn du sagst, ja, das, wir nehmen das als Vorwand, dass sie dann halt auch klar der Position sind, du, hör mal, ich finde das nicht in Ordnung, weil das hat aus meiner Sicht gar nichts mit diesem Sport zu tun. Ja gut, okay. Du machst dann einen Nebenschauplatz auf und... Ja. Missbrauchst dieses friedliche Event für deine Prügeleien. Ja gut, aber ich mache es in dem Moment, wo ihr euer Familienfest feiert, im Stadion, mache ich es ja nicht unfriedlich. Oder? Also ich stehe jetzt nicht im Stadion, renn rüber und hau irgendwelchen Familienvätern oder sonst irgendwas einen auf den Deckel. Dann bist du, Tom, aber nicht der Regelfall, ne? Denn wir haben ja auch Problemklientel im Stadion. Aber wie sieht es denn aus mit der Ultrakultur? Was sagst du dazu? Ja, die Ultra-Fankultur, ne, das ist ja eigentlich das, was den Fußball ausmacht. Fanatische Liebe zum Verein, ne, nach Spielregeln. Und Ultras befeuern die Stimmung im Stadion, stehen hinter ihrem Verein. Ultras sind für uns als Polizei grundsätzlich überhaupt kein Problem. Ne? Nicht jeder Ultra ist ein Problem, sondern der überwiegende Ultra-Fan ist Supporter seines Vereins, steht voll hinter dem Verein und wir haben einen verschwindend geringen Anteil in der Ultraszene, die problematisch sind. Wo ist der Unterschied zwischen einem Ultra und einem Hooligan? Das bezieht sich dann meistens auf, so wie er sagt, das Supporten im Stadion und natürlich Leuten, die sich dann außerhalb treffen und sich dann wirklich da eine Auseinandersetzung liefern. Mittlerweile gibt es Hools, Ultras, Hultras, weiß ich nicht. Also das ist ein schleichender Übergang. Deswegen, seine Aussage verstehe ich da nicht so ganz, beziehungsweise also das Ultra-Dasein ist ja auch schon oft nicht regelkonform. Pyrotechnik zum Beispiel, kritische Spruchbänder, was weiß ich nicht. Leuten, die sich auf die Zäune setzen, ist auch schon verboten. Ein Bier werfen. Genau, richtig. Da hast du vollkommen recht. All das, was du angeführt hast, ist gegen die Spielregeln der DFL, gegen die Spielregeln der Hausrechtsinhaber, was dann die Heimvereine sind. All das ist nicht erlaubt. Ein kritisches Plakat, das tut vielleicht auch Polizeibeamten dann weh, wenn da ACAB draufsteht. Die Auswirkungen auf den gemeinen Stadionbesucher, wenn wir jetzt über kritische Meinungen reden, die sind nicht da. Wenn das in den Bereich Pyro geht, dann sieht das schon wieder anders aus. Würde ich gerade sagen. Es ist auch zweierlei Maß, wie du das misst. Also ja, einmal sagst du, okay, Supporten von einem Verein in der Ultrakultur ist in Ordnung. Pyrotechnik gehört ganz klar zur Ultrakultur, das kannst du nicht ausschließen. Es gibt gute Gründe dafür, warum Pyrotechnik nicht im Stadion erlaubt ist, aber wenn ich mir jetzt die Uniform natürlich ausziehen würde, das sind beeindruckende Bilder. Das ist unbestritten, aber es ist super gefährlich. Und diese beeindruckenden Bilder rechtfertigen aus meiner Sicht und auch aus Sicht offensichtlich der DFL nicht, dass man das macht. Die Gefahren sind zu hoch für alle, die da drumherum stehen. Was würdest du denn sagen, was sind das für Menschen, die dann dich und euch auch so einschüchtern in manchen Situationen? Das sind die Menschen, die ins Stadion gehen, um einen Vorwand zu suchen, um ihre Gewaltaffinität auszuüben. Und aus meiner beruflichen Erfahrung sind das vornehmlich junge Männer,
die dort ins Stadion gehen und, wie Tom sagt, die sportliche Auseinandersetzung suchen, wie wir sagen, die Regeln brechen und Straftaten begehen. Und das sind aber junge Männer aller Couleur, ne? Vom Arbeitslosen bis zum Banker sind alle dabei. Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Okay, erkennst du dich da irgendwie wieder in der Beschreibung? Ja. Jetzt nicht, dass ich mich im Stadion irgendwie prügel oder sonst irgendwas. Du machst es vor dem Stadion? Felder, Wiesen, Wälder, eher. Okay. Nicht vor dem Stadion. Also für mich ist es, oder wäre es quasi schon das Ziel, die Öffentlichkeit da rauszuhalten und keine anderen Leute zu gefährden, tatsächlich. Hattest du schon mal eine Schlägerei, auch mit der Polizei? Ja, also gerade im Politischen, also wenn es Richtung Demos geht oder so, ist das fast unvermeidbar. Okay, es ist vermeidbar. Aber wenn man sich in diesem Metier befindet, wo ich war, ist es unvermeidbar. Weil das da alle machen? Nicht, weil das alle machen, aber weil, wenn du schon in so einem extremen Ausmaß da drin bist und die Demo quasi durchziehen willst und die Polizei das behindert, sagt, hier geht ihr nicht lang und ich sag, da gehe ich lang, dann wird es eine Auseinandersetzung geben. Okay. Ja gut, aber dann weißt du ja, dass du das provozierst. Ja, natürlich. Okay. Klar, sicher. Deswegen würde ich auch nicht weinen, wenn mich der Polizist dann festnimmt. Ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Vielleicht könnt ihr mir das beide beantworten. Was ist aus eurer Sicht so der Reiz an der Szene? Wir als Menschen sind so gepolt, dass wir uns eine Gruppe suchen. So, und Tom hat eine Gruppe gefunden, zu der er dann gehört. Und seine Affinität ist ganz offensichtlich, dass er sich körperlich betätigen will. Und dann vielleicht auch noch der Reiz des Verbotenen. Und so findet sich eine Gruppe zusammen. So erkläre ich es mir. Das ist eigentlich gut erklärt. Das ist ein Ding vom Adrenalin. Es sind viele Sachen, die da so ein bisschen, einmal die Zusammengehörigkeit, Adrenalin, Kämpfen. Ich bin selber professioneller Kampfsportler auch. Mhm. Na, und das läuft dann Hand in Hand. Und so findet sich dann jeder hat irgendwo seine eigene Absicht, warum er dahin geht. Vielleicht strömt da irgendwas durch dein Gehirn, was dich auch so süchtig danach macht. Es ist eine Sucht. Es ist wirklich eine Sucht, dass du sagst, komm mal, was wolle, weil ich weiß nicht, und ich glaube, die meisten Zuschauer da draußen werden auch niemals an den Punkt kommen wollen, dass sie ihre Gesundheit gegen einen Nervenkitzel irgendwie so sehr aufs Spiel setzen, wo es so offensichtlich ist, dass schlimme Dinge die Folge sein können. Warum reicht dir denn MMA nicht aus oder Boxen nicht aus? Warum muss es das Feld sein oder der Kampf ohne Regeln? Was gibt dir das zusätzlich, damit ich mal die Chance habe, das zu verstehen? Boah, könnte ich dir jetzt so gar nicht sagen. Warum reicht einem Boxer oder warum reicht einem MMA-Kämpfer kein Boxen aus? Vielleicht, weil er Spaß dran hat. So wie er sagt, wenn man es noch nie gemacht hat, dann wirst du niemals verstehen. Das wirst du nicht verstehen, wenn du mit deinen Freunden, mit deinen Jungs, mit denen du sonst auch so unterwegs bist, eventuell in einer Gruppe stehst, dich zusammen warm machst, dich aufstellst, nochmal so um dich guckst, du guckst die Jungs so an, die haben Spaß, läufst los, kämpfst und ihr gewinnt zusammen. Na? Das ist schwer zu verstehen. Ja. Gut, guck mal, ich versuche das immer ins Sportliche zu ziehen. Das ist im Boxen dasselbe. Ich will, dass der Typ liegen bleibt. Im MMA, ich will, dass der Typ liegen bleibt. Selbst im Judo oder im Brazilian Jiu-Jitsu. Ja gut, dann soll mein Gegner liegen bleiben. Ja, aber die Gruppe hat immer das Problem, dass es gruppendynamische Prozesse gibt. Das heißt, ich versuche noch einen draufzusetzen oder ich bin noch mal angefixter, weil mein Buddy gerade am Boden liegt. Und solche Sachen steigern sich. In der Gruppe potenziert sich Gewalt immer. Beschreib du doch mal, wie so ein Wochenende aussieht bei dir als Hooligan. Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht ihr da? Weil du sagst, da ist auch viel Vorbereitung dabei. Man plant sogar, sich zu treffen und so. Irgendjemand hat den Plan, wann man sich trifft, mit wem man sich trifft. In so einer Gruppe. Es gibt immer einen quasi, der sagt, okay, mit denen treffen wir uns. Die haben das dann abgeklärt untereinander. Der ist so der Chef oder was? Der ist der Chef oder der Abmacher oder was weiß ich nicht, wie der Verabreder, keine Ahnung, wie man es auch nennen will. Eventuell trainiert man zusammen, man geht samstags abends nochmal was essen zusammen. Man geht essen und dann trifft man sich nächsten Tag wieder und fährt los. Was ist, wenn die anderen 10 Leute mehr mitbringen? Ist das schon mal passiert? Ja, kenne ich jetzt keinen Fall. Normalerweise läuft sowas sehr fair ab. Okay. Ja, dass man sagt, auch wenn da jetzt 22 Leute stehen und da stehen 20 Leute, dann sagen wir, okay, hier stellt mal 2 ab, packt mal 2 zur Seite, okay, jetzt sind 20, 20, das passt.
Und passiert das dann schon so an Samstagen, Sonntagen, wo Fußball gespielt wird? Nee, hat damit nichts zu tun. Gar nichts. Das ist total irrelevant. Okay. Aber ein paar Jungs von denen, die bei dir dabei waren, die sind dann auch mal im Stadion? Meistens. Also ich war ein Spezialfall. Also wirklich. Die meisten Leute sind Fußballfans. Okay. Also so habe ich es kennengelernt. Die dann auch ins Stadion gehen? Ganz normal Fußball, also ganz normale Fußballfans dann nicht, aber es sind Fußballfans, ja. Hast du selber mal eine Situation erlebt, wo du das Gefühl hattest, die Polizei hat überreagiert? Ach, im Rahmen von Demos wird immer Polizeigewalt geschrien, aber meistens basiert das schon auf irgendwelchen Grundlagen, glaube ich. Ne? Also wenn man, so wie man in den Wald schreit, so schallt es auch wieder raus. Also ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwas Unverhältnismäßiges mal gesehen habe. Natürlich gibt es auch mal Sachen, wo man mal festgenommen wird, wo die Beamten dann ein bisschen gröber vorgehen, wo man denkt, okay, das müsste jetzt rein theoretisch nicht sein. Mhm. Aber ich wurde jetzt noch nicht so aus keinem Grund weggeknüppelt oder so. Du wurdest schon weggeknüppelt? Quasi, ja. Man hat schon mal einen Knüppel gekriegt oder so. Wenn ich sage, komm, wir rennen jetzt in die Polizei rein, was soll ich denn dann erwarten, dass sie weggehen? Ist ja klar, dass die ihren Job durchziehen und sagen, okay, wir halten jetzt dagegen. Und wenn es mit einem Knüppel oder Pfefferspray. Und wie ist das, so, wenn es halt wirklich sich auf Wälder, Felder oder sonst irgendwas abspielt? Wo ist denn deine Intention, das zu verhindern? Wo doch zwei Gruppierungen mit dem Einverständnis aufeinander losgehen? Wo sagst du denn, okay, ey, das bricht mir jetzt das Herz, das muss ich unbedingt verhindern? Ja, Regeln. Für uns als Polizisten sind Regeln nicht flexibel und austauschbar. Die Regel ist, es wird keine Körperverletzung geduldet, weil es strafbar ist. Das heißt, ich komme nicht drum herum, den Regelverstoß zu verfolgen. Denn sonst kommen wir in so eine Willkürgeschichte. Ne? Sonst würde ich als Polizist entscheiden, was ist eine Straftat, die ich verfolge, und was ist eine Straftat, die ich nicht verfolge. Dann drücke ich auf der einen Seite ein Auge zu, weil ich ein Typ bin, der körperliche Auseinandersetzung gut findet, sage ich, ich verfolge nicht mehr jede Straftat. Dann bin ich ein Typ, der hat Verständnis dafür, dass man vielleicht mal eine Kleinigkeit klaut. Dann würde ich das nicht mehr verfolgen. Und dann kommen wir in ein System, wo du dich nicht mehr orientieren kannst, weil Polizist A sagt, das wird verfolgt, Polizist B sagt, das wird nicht verfolgt. Und wir müssen überall verhindern, dass man sich körperlich auseinandersetzt. Denn das Schlimmste, was passiert ist, dass auf dem Acker einer liegen bleibt, der schwerst verletzt ist oder tot ist. Und dann kommt nämlich die Frage, warum hat ihn die Polizei weggeguckt? Na, wie konnte das passieren und wer ist dafür in der Verantwortung? Und dann sind ganz oft wir in der Verantwortung als Schiedsrichter, dass man sagt, ey, warum habt ihr denn nicht vorher die rote Karte gezeigt? Ihr wusstet davon und trotzdem habt ihr es zugelassen und jetzt gibt es einen Toten. Das kann ich verstehen, weil ich finde auch die Frage grundsätzlich sehr legitim. Ich bin mir sicher, dass viele zu Hause sich das auch gefragt haben, wenn sich da so Leute treffen, die halt nichts Besseres zu tun haben in dem Moment, als sich dermaßen zu vermöbeln, dann sind die selber schuld, so nach dem Motto. Und warum solltet ihr euch dann in Gefahr bringen, um da irgendwie dazwischen zu gehen, wenn die sich ja alle da irgendwie freiwillig für treffen? So, das ist, also die Grundfrage finde ich total berechtigt. Aber ich verstehe auch total deine Position, dass du sagst, ey, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Das Willkürthema ist ja ganz gefährlich für euch. Und deshalb sagt ihr, okay, es gibt eine Regel, keine Gewalt. Gewalt ist strafbar und wir unterbinden alle Gewalt, von der wir wissen. Wie war denn so, gerade so, wenn du in die Vergangenheit blickst, wie war denn so dein Bild von der Polizei? Ich bin immer noch kein Fan von der Polizei. Also, das ist schade. Es tut mir leid, muss ich jetzt so offen sagen. Ich bin kein Fan von der Polizei. Natürlich, die machen ihren Job, ist kein Thema. Aber na, so wie die Polizisten irgendwann viele schlechte Erfahrungen eventuell mit Hooligans oder Nazis oder sonst irgendwas sammeln wir ja auch schlechte Erfahrungen. Ne? Ich habe jetzt gesagt, gut, ich wurde jetzt nicht unnötig weggeknüppelt oder sonst irgendwas, aber trotzdem gibt es natürlich Erfahrungen, wo man hätte drauf verzichten können mit Polizisten. Das basiert natürlich immer auf einer Grundlage, wenn man sagt, okay, ich bewege mich in diesem Umfeld, muss ich durchaus damit rechnen, dass die Polizei auf mich zukommt. Also er tut mir nicht, ich habe in meinem Freundeskreis sind auch Polizisten, mein bester Freund ist Polizist. So, ich habe da kein Problem mit, dann soll er doch Polizist sein. So, er tut mir ja nichts, weißt du? Aber
unbedingt Bock hätte ich jetzt auch nicht drauf, ihnen jetzt im dienstlichen Ding zu begegnen. Ja, aber an sich sind es, für mich sind es auch Menschen. Ne? Also er ist Papa, er hat auch eine Frau, ein ganz normaler Mensch. So wie ich, so wie du, wie alle anderen. Das, was Tom schildert, ist ja noch eine moderate Reaktion auf uns. Ne? Es gibt auch Menschen, die mit purem Hass und Verachtung auf uns reagieren. Wenn wir uns so begegnen können, dass das der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass Tom mich nicht mag in meiner Funktion, dann kann ich damit ja gut leben. Ich würde gerne, dass Tom sagt, ja, Polizei, das ist ein guter Verein, weil ich in einem Land leben kann, wo Regeln für alle gelten und die Regeln auch für alle durchgesetzt werden. Aber trotzdem finde ich das ja schon mal gut, dass Tom einräumt, dass ich genau dieselben Rechte habe wie jeder andere. Aber Tom ist da leider dann nicht maßgeblich für diese Gesamtheit der Gruppe. Denn dort treffen wir oft auf Verachtung, auf Entmenschlichung und den puren Hass gegen uns. Wie kommen wir denn hier raus aus der ganzen Nummer? Guck mal, wir haben jetzt schon eine ganze Zeit gequatscht und irgendwie weiß ich nicht. Also was würdet ihr vielleicht voneinander euch wünschen, damit das in Zukunft ein bisschen besser läuft? Gibt es einen Kompromiss? Nein. Keine Chance? Nein. Das sind halt zwei verschiedene Leben. Ne? Er lebt sein Leben als Polizist und ich lebe mein Leben als ehemaliger Hooligan. So, und wenn solche Leben aufeinandertreffen, da gibt es keinen Kompromiss. Natürlich kann ich jetzt ihm sagen, ey, lass mich mein Ding machen, aber er wird sagen, nein, da können wir keinen Kompromiss finden. Okay, er kann jetzt sagen, dann prügelt euch bitte nur noch im Ring. In der Situation, wie er es beschreibt, genau, ich würde ihn bitten, versucht auch regelkonformes Verhalten an den Tag zu legen. Würde mich sehr freuen, dann haben wir ja auch keine Reibungspunkte mehr miteinander. Das, was mich meistens tröstet, ist, mit zunehmendem Alter wird das Verständnis dafür, dass man in einer Gesellschaft lebt, die Regeln hat, wird größer. In dem Moment, wo Tom dann irgendwann Familie hat und Menschen hat, für die er auch noch mitverantwortlich ist, in dem Moment bin ich mir relativ sicher, dass Tom einen Großteil seiner Abneigung gegen meinen Anzug, gegen meinen Verein ablegen wird. Aber es wird dauern. Aber damit tröste ich mich ab und zu. Das ist mir vollkommen klar. Ich kann in der Kürze der Zeit, kann ich Tom nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich gebe mir Mühe und versuche ihn vernünftig und gut zu behandeln, jedes Mal aufs Neue. Aber ich weiß, irgendwann wird der Punkt bei Tom kommen, dass er sagt, ja, es ist gut in der Gesellschaft, wie wir leben. Und irgendwann wird Tom mir dann erzählen, in 20 Jahren, dass er ehemaliger Hooligan war und dass das damals immer Reibereien zwischen uns gab. Und dann passt das auf einmal. Hat er recht. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Okay. Als ich in der rechten Szene unterwegs war, hätte ich auch nie gedacht, dass ich da mal raus bin. Aber man sieht ja, was die Zukunft bringt. Deswegen, man kann recht haben. Natürlich, okay. Man wird älter und man ändert sein Mindsetting. Ich glaube auch, dass das einfach in dem eigenen Vorhaben in so einer Situation zu weit auseinander liegt, um jetzt heute hier dieses Ding irgendwie begraben zu können. Allerdings können wir ja sagen, wir schauen mal, wo wir in 10 Jahren stehen. Das, vielleicht sehen wir uns dann wieder. Ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder und vielleicht hat sich ja bis dahin auch ein bisschen was getan. Ich bin total gespannt und habe heute aber von euch beiden aus eurer jeweiligen Welt sehr viel verstehen können und dafür bin ich sehr dankbar, also dass ihr euch überhaupt in dieses Setting so gesetzt habt und ich bin sehr gespannt auf das Feedback von euch da draußen. Gibt es irgendwelche Fragen, die offen geblieben sind, schreibt die uns sehr gerne unten in die Kommentare und auch gerne Feedback zu den jeweiligen Haltungen. Ich glaube, dass heute jeder seinen Raum hatte, um sich zu erklären. Und wo könnt ihr vielleicht Punkte auch verstehen auf der Gegenseite? Lasst uns sehr gerne darüber diskutieren. Ich danke euch, dass ihr hier gewesen seid. Und hier irgendwo sind noch ein paar Videos eingeblendet. Da können die Leute sich was aussuchen. Und wir dürfen zur Verabschiedung winken und sagen, bis zum nächsten Mal. Jetzt reden wir nicht mehr. Spaß.